Hallo zusammen. In diesem Video zeigen wir euch die 10 wichtigsten Unterschiede zwischen der Fujifilm X-T4 und der Fujifilm X-T5. Ja, wir arbeiten uns von außen nach innen und fangen mit dem Gehäuse an. Wir haben jetzt leider nur die X-T5 da, nicht die X-T4, ist aber nicht weiter tragisch, weil die Kameras sich optisch sehr ähnlich sind. Und der Body hier, der X-T5, ist praktisch ja identisch mit dem der T4. Und die Bedienelemente sind, wie ihr das bei Fujifilm kennt, eigentlich da, wo ihr sie erwartet. Also das gilt jetzt auch für diese klassischen Fujifilm-typischen Einstellrädchen hier für ISO, Belichtungskorrektur, Verschlusszeit auf der Oberseite der Kamera. Auch der elektronische OLED-Sucher mit integriertem Augensensor, 3,68 Millionen Bildpunkten und einer Bildwiederholrate von 100 Bildern pro Sekunde ist gleich zur X-T4. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied, und zwar, wenn ich durch den Sucher schaue, ist die Vergrößerung etwas höher hier bei der X-T5. Und mit 476 Gramm einschließlich Akku ist das Gehäuse der T5 auch um etwa 50 Gramm leichter als beim Vorgängermodell. Der LCD-Bildschirm auf der Kamerarückseite löst bei der T5 mit 1,84 Millionen Bildpunkten etwas höher auf als bei der X-T4, aber der größte Unterschied liegt in der Display-Konzeption. Und hier wurde so ein Drei-Wege-Display verbaut. Und das gab es schon mal, und zwar im Vorvorgänger bei der X-T3. Da erkennt ihr das möglicherweise. Und diesen Schritt zurück werden vor allem einige Fotografen von euch begrüßen, denn der Monitor lässt sich jetzt zwar nicht mehr für Selfie-Aufnahmen nutzen, aber ist auch ein Hinweis möglicherweise darauf, dass sich die fünfte Generation der Modellreihe eher an Fotografen als an Videofilmer richtet. Sowohl die X-T5 als auch die X-T4 haben zwei USB-2 SD-Kartenslots hier. Und auch beim Akku gibt es keinen Unterschied, also ist derselbe Akkutyp. Und auf dem Papier gibt es zwischen den beiden Kameras damit keinen Unterschied. Allerdings gibt Fujifilm an, dass 740 Aufnahmen mit einer Akkuladung hier bei der T5 drin sind, und das wären dann immerhin 20% mehr als bei der X-T4. Nachdem wir uns das Gehäuse angeschaut haben, geht es jetzt ans Eingemachte, und da hat sich doch einiges verändert bei der X-T5. Und zwar im Innern ist hier der brandneue Sensor der XH2 verbaut mit über 40 Megapixel, und die X-T4 hatte nur 26 Megapixel. Der Sensor ist rückseitig belichtet, also Details und Auflösung spielen eine große Rolle. Vielleicht etwas weniger Speed bei der hohen Megapixelzahl, aber das hat auch Vorteile beim Filmen, und zwar könnt ihr jetzt damit 6K-Videos drehen. Apropos Filmen, die X-T5 scheint zwar in erster Linie als Kamera für Fotografen und nicht für Videofilmer vermarktet zu werden, also Stichwort gerade dieses Drei-Wege-Display, was wir uns vorhin angeschaut haben, aber sie hat dennoch im Videomodus einiges mehr zu bieten als die X-T4. Das wären zum Beispiel 6K, allerdings mit leichtem Crop hier bei der T5. Das ging beim Vorgängermodell noch nicht. Die T4 konnte aber 4K60 mit leichtem Beschnitt. Das kann jetzt hier die T5 ohne Crop, also 4K60. Allerdings ist es kein Oversampling, sondern Line-Skipping. Also da werden nicht alle Pixelinformationen des Sensors voll genutzt. Und die wichtigsten Video-Features haben wir euch mal in dieser Übersicht zusammengefasst. Dann könnt ihr das Video vielleicht an dieser Stelle einfach kurz anhalten, bevor ich hier viele Zahlen um mich werfe. Ist es wahrscheinlich einfacher, man schaut da eben kurz drüber. Die X-T5 verfügt über die gleichen 5-Achsen-Bildstabilisierung mit einer Kompensation von bis zu 7 Blendenstufen wie die XH-Serie, während jetzt der Vorgänger der T5, die X-T4, 6,5 Blendenstufen bietet. Die Bauweise der X-T5 ermöglicht eine größere Lichtmenge auf dem Sensor, sodass jetzt ISO 125 als Standardempfindlichkeit zur Verfügung steht, und der normale Bereich beträgt damit 125 bis 12.800 und erweitert ISO 64 bis 51.200, und die Werte der X-T4 sind sehr ähnlich, aber die Grundempfindlichkeit ist hier bei dem neuen Modell etwas niedriger. Beide Modelle haben einen Hybrid-Autofokus mit Phasen- und
Kontrasterkennung und dank Deep Learning Technologie können mit der XT5 jetzt nicht nur Gesichter, Augen von Tieren und Mensch erkannt werden, sowas bei der XT4 der Fall, sondern da sind jetzt noch zusätzlich Fahrzeuge dazugekommen. Fujifilm gibt da Vögel, Autos, Fahrräder, Flugzeuge und Züge an. Und der neue Sensor hat auch mehr Phasendetektionspixel als die bisherigen Bildsensoren der X-Serie, was im AFS-Modus zu einer noch präziseren Fokussierung dann führen soll. Und ein neuer AF-Algorithmus zur Vorhersage von Objektbewegung soll die präzise Schärfenachführung erhöhen. Beide Modelle bieten bei Verwendung des mechanischen Verschlusses die gleiche Serienbildgeschwindigkeit von 15 Bildern pro Sekunde und die XT5 kann bei Verwendung des elektronischen Verschlusses bis zu 20 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Allerdings haben wir da einen 1,29-fachen Bildausschnitt. Das hat die XT4 noch ohne Beschnitt geschafft, 20 Bilder pro Sekunde, und konnte sogar 30 Bilder pro Sekunde dann mit einem 1,25-fachen Beschnitt machen. Also man kann eigentlich sagen, dass hier die Vorgängerversion, die XT4, im Vorteil ist. Trotzdem finde ich es eine super Leistung, dass der Prozessor trotz der deutlich höheren Auflösung hier bei dieser Kamera, bei der XT5, die Geschwindigkeit bei Verwendung des mechanischen Verschlusses beibehalten kann. Denn 40 Megapixel gegen 26 Megapixel, das ist schon ein deutlicher Unterschied, und so eine Steigerung der Megapixelzahl innerhalb einer Modellreihe ist auch eher ungewöhnlich. Und ich finde aber, dass Fuji diesen Spagat oder diesen Schritt ganz gut hinbekommen hat. Die XT5 hat ein Feature, das es bisher so nur in der GFX-Reihe gab, und zwar ein Pixel Shift Multishot-Modus. Und hier werden dann 20 RAW-Aufnahmen zu einer einzelnen Bilddatei mit 160 Megapixel zusammengefügt. Und diese Funktion gibt es jetzt hier bei der XT5 und die Vorgängerversion hat diese Funktion noch nicht gehabt. Auch wenn sich die beiden Kameras optisch ähnlich sind, gibt es einige Veränderungen bei der XT5 im Vergleich zur XT4. Und da wäre zunächst der brandneue 40 Megapixel Sensor, also das ist Auflösungsrekord in der APS-C-Klasse. Und dann so viele Weiterentwicklungen im Detail, Autofokus, automatischer Weißabgleich, da haben wir gar nicht drüber gesprochen in dem Video, aber der ist besser geworden. Dann beim Sucher hat sich was verändert, dann der hochauflösende Modus oder die KI-Verbesserung beim Autofokussystem, also dass noch mehr Motive erkannt werden. Und mir gefällt, dass die XT5 eine noch konsequenter auf Fotografen ausgerichtete Kamera ist. Und das ist eine große Stärke. Sie hat damit ein ganz klares Profil und versucht nicht vollends allen gerecht zu werden und einen vermeintlich perfekten Hybriden zu schaffen. Und wenn ihr bereits eine XT4 für Video verwendet und euch überlegt abzugraden, erhaltet ihr mit der XT5 die Option, in 6K zu filmen, allerdings mit Crop und vermutlich auch mehr Rauschen bei hohen ISO-Werten. Aber wie gesagt, für Stillfotografie ist die XT5 ein großer Schritt nach vorne und man bekommt auch ganz viel XH2-Technik. Also eine interessante Kamera, falls ihr auch mit der XH2 liebäugelt. Ja, und zum Schluss wollten wir noch einen Blick in die Verpackung werfen. Schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Da haben wir einmal ganz oben die Bedienungsanleitung, ein Blatt mit Sicherheitshinweisen und die Garantiekarte. Haben wir hier eine weitere Box mit Zubehörartikeln, aber ich hole mal zuerst noch die Kamera raus, die sich einmal in so einer Schale befindet und nochmal in einer Folie. Und in dieser Verpackung haben wir ein USB-Kabel, Mikrofon, Adapter, unterschiedliche Netzstecker und Netzadapter. Dann habe ich hier den Akku und wir haben noch einen Schultergurt, damit man die Kamera sich easy umhängen kann. Ja, und das alles befindet sich in dieser kleinen schwarzen Box. Und zum Schluss würde ich von euch noch gerne wissen, was ist denn euer Favorit, XT4 oder die XT5, die wir hier stehen haben? Vielleicht wollt ihr ja upgraden und seid bereits mit der XT4 unterwegs. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und falls ihr weitere Fragen habt, ruft an, wir haben Telefonservice. Björn kümmert sich da gerne um euch und kann nicht nur Fragen hier zu Fujifilm und zur XT5 beantworten, sondern auch zu vielen weiteren
Fotografie-Themen. Oder noch leichter, wenn ihr in Baden-Württemberg wohnt oder da unterwegs seid, schaut auch gerne in einem unserer Ladengeschäfte vorbei. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video konnte euch so ein bisschen helfen, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher wart, welche Kamera es denn sein sollte. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.